Wir sitzen gerade auf unserer selbstgemauerten Mauer. Eigentlich sollte diese Mauer, die uns als Beetumrandung dient, komplett fertig werden, also fertig verfugt und fertig bepflanzt mit unserer Palme. Aber das hat nicht so ganz geklappt. Wieso, das ergibt sich im Laufe des Videos. Jetzt erstmal viel Spaß. Zurück zum Anfang. Momentan sieht es nämlich eher so aus. Ja, eine schöne Mauer sieht wirklich anders aus. Die Vorbesitzer haben sich nicht wirklich Mühe gegeben. Das fällt ja alles hier auseinander. Alles ist am Wackeln hier. Achte. Wir wollen uns ein bisschen mehr Mühe geben. Ob das Ganze allerdings besser wird als jetzt gerade, das wissen wir auch noch nicht. Das ist nämlich unser erstes Mal, eine Mauer zu mauern. Also, wir starten direkt. Erstmal muss das Ganze hier weg. Die alte Mauer, kaum als Mauer zu bezeichnen, muss erstmal abgebaut werden. Wir starten jetzt. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. Da, 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 da. Nein, nicht hier lang. Nein, auch nicht da lang. Hier lang. Ui, das. Ja, ihr habt's rausgeschafft. Nächste Rettungsaktion eines Vogels. Letztens hatten wir ja schon einen Vogel bei uns in der Werkstatt. Ein ganz kleiner, ich hoffe, der hat überlebt. Und jetzt haben wir Vogel hier im Haus gehabt. Keine Ahnung, wie der hier hingekommen ist, weil die Fenster waren zu. Nur oben war ein Fenster auf. Ob der von oben hier irgendwie ins Wohnzimmer, keine Ahnung. Oder ob der die ganze Nacht schon hier war oder morgens es kam, keine Ahnung. Nein. Naja, er hat es auf jeden Fall rausgeschafft. Also Kalk-Zement-Mörtel. Zwei Teile Kalk, acht Teile Sand und ein Teil Zement. Wir machen jetzt erstmal so ein kleines Fundament hier mit Kalk-Zement-Mörtel. Und die Mauer mauern wir dann mit nur Kalk und Sand. Also so ein Kalk-Mörtel ohne Zement. Dann würde ich sagen, Zutaten rein, Betonmische an und los geht's. Ich habe jetzt doch erstmal nur eine kleine Mischung hier im Eimer fertig gemacht. Ich will erst mal gucken, wie sich das verhält, bevor ich eine große Ladung im Betonmischer mache. Komm, Ameisen. Haut ab, oder wollt ihr anbetoniert werden? Aua! Alter! Zum Glück ist da nichts aufgeschlitzt, ey. Ehrlich. So? Ja. Ich heb das hin, du. Und ich flippe das hin. Wie gesagt, hier für das Fundament ist jetzt ein bisschen Zement mit bei. Ob das notwendig ist, weiß ich nicht. Aber. Sollen wir es zusammen machen? Geht schon. Geht schon. Aber ich glaube, Schaden tut's nicht. Vielleicht hält es noch mal ein bisschen mehr. Vielleicht sollten wir hier doch noch einen kleinen Stein drunter legen, damit das schön gerade ist. Ja, dann leg den noch drunter. Okay. Wenn ich den Stein angehoben bekomme. Ja, jetzt kippelt er aber ein bisschen. Dann nimm wieder weg. Okay. Letzte Mischung Zementputz für das letzte Stückchen Fundament. Das geht ja wunderbar.
Oder? Ja, das wird nicht die letzte Mauer werden, die wir hier mauern. Nee. Wir haben noch ein paar Beetumrandungen vor uns. Ja, kommt zusammen. Nö. Nö. Ich muss auch was machen. So ist gut, oder noch ein Stück? Ja, trainieren. Sehr gut. So, die erste Reihe sitzt damit. Jetzt folgt alles weitere und jetzt nur noch mit Kalk und Sand. Ich weiß, dass man da eigentlich noch Trass mit zumischt. Wenn jemand weiß, wo man hier in Frankreich oder speziell in der Bretagne Trass kaufen kann, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich habe wirklich nichts gefunden. Weder im Baumarkt noch im beim Baustoffhändler oder sonst wo. Hier kann man scheinbar keinen Trass kaufen. Oder ich weiß nicht, wie er heißt. Ich finde es nicht. Ich weiß nicht, wo ich ihn kaufen soll. Also deswegen mauern wir nur mit Kalk und Sand. Das soll angeblich auch funktionieren. Das hoffe ich. Ich brauche noch mehr. Hier ist noch ein bisschen was. Wir werden diesen Kalk-Sandmörtel zum Mauern nehmen und später auch zum Verfugen, um es schön zu machen. Schauen wir mal, wie das so funktioniert. Samstagabend reicht für heute. Aber ich finde, dafür, dass wir das so noch nie gemacht haben, sind wir relativ weit gekommen. Und das stimmt. Und das funktioniert recht gut. Und wir kriegen das, glaube ich, auch ganz ordentlich hin. Auch wenn es jetzt gerade noch ein bisschen wüst aussieht, wenn erstmal die oberste Kante schön eben ist, das von innen schön mit Erde angefüllt ist und von außen verfugt ist. Dann sieht es richtig gut aus, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall haben wir zu wenig Sand. Wir haben schon angefangen, Sand aus der Buhlbahn zu klauen. Müssen wir wieder auffüllen, aber gut. Montag geht es dann für uns weiter. Morgen werden wir nichts machen. Morgen ist der Sonntag. Und dann neue Woche, neuer Sand. Neues Glück. Neues Glück. Neue Mauer. Neue Mauer. Wir sind mittlerweile ein gutes Stück vorangekommen. Das präsentiere ich euch jetzt erstmal. Bis hier ist die Mauer jetzt fertig und das Stück müssen wir noch. Hast vergessen, wie viel Schaufeln du schon reingemacht hast? 12, 10. Aber wir gucken mal, wie die Konsistenz gleich ist. Hier haben wir uns jetzt noch so eine kleine Spielerei einfallen lassen. Wir fanden diesen Stein so schön und der ist halt auch einfach schön. Das ist ein schönes Sitzpodest und den haben wir jetzt ein bisschen vorgesetzt, damit er sich irgendwie so ein bisschen abhebt und damit er so einladend wirkt. Als Sitzgelegenheit. Ja, damit man da drauf sitzen will irgendwie. Sitzen unter Palmen. Sitzen unter einer Palme, das war unsere Idee. Ob das am Ende auch so wirkt, wie wir uns das wünschen, keine Ahnung, aber... Naja, Spielerei. Ist halt. Jetzt fest.
Wir machen das übrigens alles nicht mit einer Schnur, sondern wir gucken einfach immer optisch da vorher einmal von oben rüber und ja. Weil dann kommt er hier ein bisschen höher und fällt hier wieder ab. Ich würde ihn eher umdrehen. So? Hier. Hatte ich den gerade, aber... Weil er ja da dicker ist, ja, aber und da ist ja auch die Lückengröße. So eine, oder man schlägt das hier okay. ab. Nee, und jetzt andersrum drehen? Also ja, so? Ja, so ja, muss stimmt, der. So muss der. Okay. Parfait. So, der letzte. Wie rum war der denn jetzt? So. Au! Autsch! Voll auf den Finger gehauen. Ha. Das bretonische Wetter macht uns leider einen Strich durch unsere Rechnung. Wir wollten die Mauer inklusive gepflanzter Palme eigentlich diese Woche stehen haben. Daraus ist jetzt leider nichts geworden, weil wir hatten auch die ganze Woche über Besuch auf unserem Stellplatz. Schöne Grüße noch an Mirjam und Jonna. Ja, auch wenn Besuch natürlich eigentlich immer was Gutes ist, was Schönes ist, aber man schafft halt mit Besuch doch nicht ganz so viel, wie man ohne Besuch schaffen würde. Egal, ist es ganz egal, wer da ist. Ob es jetzt Camper sind ja. oder Familie, spielt ja. gar keine Rolle. Man schafft einfach ein bisschen weniger. Und ja, jetzt hätten wir die Zeit, aber jetzt spielt das Wetter einfach mal so gar nicht mit. Es ist so am Regnen und vor allem es ist so windig. Ich glaube, in Deutschland war es ja richtig heiß, aber diese Hitzewelle... Ja, zurzeit ist es, glaube ich, auch wieder milder. Ja, die Hitzewelle ging hier auf jeden Fall dran vorbei. Zum Glück. Zum Glück. Och, Manu. Marina, pass auf, meine Blumen. Naja, das mit dem Mauerverfugen, das machen wir dann halt nächste Woche. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt und diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert gerne unseren Kanal und gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Und jetzt wollen wir euch noch mal kurz was zeigen, was wir gerade machen. Ich habe einige von diesen kleinen Schneidebrettern gefertigt und Annika hat gerade... zwei von denen verpackt. Diese beiden Bretter haben ein besonderes Ziel. Die gehen nämlich nach... lebt dein Abenteuer? Berlin, wollte ich sagen. Ach so, keine Ahnung. Die gehen nach Berlin in ein Postfach und zwar hören wir regelmäßig, besonders ich kenne, glaube ich, jede Folge, wir hören regelmäßig den Podcast Lebe dein Abenteuer mit Paul Schridde, der auch einen YouTube-Kanal hat mit Lost Places und sowas alles. Naja, das gucken wir halt hin und wieder mal. Und ja, das hören wir. Ja, die Videos gucken wir, den Podcast okay. hören wir und die haben ein Postfach, wo man was hinschicken kann. Und ja, dann öffnen die das Paket während der Podcast-Folge. Und irgendwie habe ich diese Folgen so oft gehört und naja, das heißt, lebe dein Abenteuer. Das hier ist halt unser Abenteuer, diese Auswanderung in die Bretagne. Hey, das war unser Abenteuer Marina. Und Paul hat sich halt auch selbstständig gemacht und es war so ein bisschen Inspiration einfach. Der hat uns so ein klein wenig Mut gegeben, halt unser Abenteuer hier zu wagen. Und deswegen sagen wir einfach mal Danke in dieser Form. Ja, wirklich. Ein bisschen Inspiration. Haben die uns gegeben, ja. Nein, das ist mein Schlappen. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Ich weiß gar nicht mehr, was gibt es jetzt noch zu sagen. Eigentlich gar nichts. Die Mauer ist nicht fertig geworden, das Wetter ist schlecht. Und Wochenende! Ene hatte eigentlich schon alles, nur die erwartet noch irgendwas. Ene, hallo. Ist das ein Halsband? Nee, nicht drauf rumkauen. Ich gebe dir was anderes. Stink hier. Willst du noch ein Stink hier? Ja. Thank you.
sehen könnt, steht unser Tomatendach noch. Ich habe ein Taschentuch. Nee, ich mach das mit dem Hemd. Ja, unter dem Video, wo wir dieses... Unter dem Video, wo wir hier dieses Tomatendach gebaut haben, haben ja einige ziemlich überzeugt geschrieben, dass das Dach auf keinen Fall halten wird. Und beim nächsten Windsturm davonfliegen wird. Aber wir hatten jetzt wirklich schon viel Wind und auch schon viel Regen und wie ihr sehen könnt, das Dach, das hält noch. Es schlägt keine Beulen oder so, das Regenwasser fließt ab, optimal alles. Ja, manchmal ist es interessant, wie Leute aus der Entfernung aufgrund eines Videos eine Situation besser beurteilen können oder meinen, beurteilen zu können, als wir selber. Ist natürlich nicht böse gemeint an diejenigen, die das vielleicht geschrieben haben. Nein, unser Tomatendach hält. Und ich glaube, es wird auch noch die nächsten Regen und Sturm überstehen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt ins Haus, machen es uns noch gemütlich. Hier riecht es so richtig schön nach Tomate einfach. Mhm. Richtig gut. Richtig gutes Aroma. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Und wir sagen au revoir. Et à bientôt. Jetzt müssen wir durch den Regen. Dann sollen wir einfach hier sitzen bleiben. Nein, los. 3, 2, 1. Los!